Jo, hallo zusammen bei Besagan. Ich bin Sammy und heute gibt's aus Zeitgründen eine neue Folge Wer wird Millionär? Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ich wollte eigentlich ein anderes Projekt beginnen, aber das hat dann mit dem Setup nicht so zeitnah geklappt, wie ich das eigentlich wollte. Deshalb gibt's eine kurze Runde Wer wird Millionär? Oder wenn ich viel nachdenke, auch eine lange kurze Runde. So, die Frage für auf den Stuhl. Schauen Sie als Schüler, Fußballer, Busfahrer und Architekt auf das für Sie maßgebliche Dokument. Stundenplan für den Schüler, Spielplan für den Fußballer, Fahrplan für den Busfahrer und Bauplan für den Architekten. Jetzt noch 10-mal schneller und dann wäre ich vielleicht auch tatsächlich auf den Stuhl gekommen. Wer rücksichtslos agiert, verhält sich. Bock, Rüde, Kater, Hengst. What? Rüde. Hoppla, hoppla. Hoppla, hoppla. Wer sorgt redensartlich für tierisch viel Aufmerksamkeit? Der Rüde. Zugpferd, Autoschwein, Schiffsziege, Flugzeugkuh. Das Zugpferd. Weil das ist so so ein bisschen wie das Alpha-Tier, oder? So einer in der Gruppe, der die anderen mit sich zieht. So, 200 Euro. Manfred Krug. Keine Ahnung, wer ist Manfred Krug? Bringt mir nicht sowas für 200 Euro. Leute, Manfred Krug erfreute die TV-Zuschauer jahrelang als Anwalt in der Serie Liebling Kreuzberg, Schätzchen Pankow, Schnucki Marzahn, Hasi Charlottenburg. Hä? Was? Soll ich jetzt wieder das nehmen, wo ich nicht aussprechen konnte? Was? Komm, scheißegal, fangen wir nochmal an. Ich kenne die Cindy aus Marzahn, dann nehme ich Schnucki Marzahn. Oder Liebling Kreuzberg klingt doch gut. Das andere ist zu kompliziert für eine TV-Serie, für einen Titel. Liebling Kreuzberg, Schnucki Marzahn. Ja. Okay. Ja, wenn man halt keine Ahnung hat, in welchem Zeitraum die Serie gespielt hat, kürzlich oder schon länger her, dann kann man es auch nicht herleiten. Ja, geil! Ja, geil! Nochmal, los, von vorne. Go, 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 auf den Stuhl. Sortieren Sie diese Fußballer nach ihrer höchsten Transfersumme, von kostspielig bis preiswert. Ach, Sie möchten auch mal... Ja, kommen Sie, der Stuhl ist frei für Sie. Kommen Sie, hier, bitte. Bitte schön. Da, ja. Keine Ahnung. Ding. Alles falsch. Geil. Okay, lass mal das. Es kommt immer wieder vor, dass lernfaule Schüler durchs Abitur Windeln, Rasseln, Lätzchen, Schnuller rasseln. Bei einem Rentner aus der chinesischen Hauptstadt handelt es sich sozusagen um einen Italo-Western, Puppentheater, Broadway-Musical oder Peking-Opa. What the fuck? Am nächtlichen Himmel sieht man den Mond, kleinen Flitzer, großen Wagen, alten Daimler, neuen Ferrari, den großen Wagen. Um ein Produkt zu bekommen, sollte man die Zahlen besser abgeben, gleich bekommen, mal nehmen, erst gar nicht anfassen. Erst gar nicht anfassen. Geil. Um ein Produkt zu bekommen, muss man mal rechnen. Einzelne Klassen bilden in der zoologischen Systematik einen Stamm, Ast, Trieb, Spross.
Stamm oder Ast? Stamm. Gut. Ja, raten wir mal ein bisschen, ne? Ich sage jetzt nichts dazu. Zeigte sich Karl Marx, berühmter Mitstreiter, extrem gelassen, dann bewies der Priesterwürde, Gottesdienst, Engelsgeduld, Teufelsbraten. Gut. Hätte ich jetzt so ohne Wortspiel nicht gewusst. Wobei ich glaube, da war etwas bei Nier Automata. Da gab es ja auch einen Engels. Aber Marx, kam da auch ein Marx vor? Weiß ich nicht. Aber Engelsgeduld halt. So, passt vom Wortspiel her. Wie heißt das erste Kind der Pop-Diva Madonna? Santiago Pedro. Lourdes Maria. Eva Canossa. Rebecca Mecca. Das spricht sich gut aus. Rebecca Mecca. Da müsste man jetzt erstmal wissen, das erste Kind, war das ein Junge oder ein Mädchen? Und das war adoptiert, oder? Das war nicht, oder hat sie... Ich würde so A oder B würde ich nehmen. Frage ist, kriege ich das jetzt mit einem 50-50 hin? Die Frage bleibt, kriege ich das mit einem 50-50 hin? Yo! Huh. 4000 Euro Frage. Unter welchem Syndrom leidet ein stets müder und gleichgültiger Mitarbeiter? Mobbing, Key Account, Burnout oder Outsourcing? Das ist das Burnout-Syndrom. 8000 Euro. Woraus besteht Biogas hauptsächlich? Kohlenmonoxid, Stickstoff, Methan, Ammoniak. Was muss ich mir jetzt da darunter vorstellen? Die Fürze der Kühe? Ist es dann nicht Methan? Wenn man furzt? Oder ist es Butan? Methan? Also Ammoniak ist doch Alkohol, oder? Also das ist doch Quatsch. Stickstoff ist doch das kalte Dingens, oder? Man sagt zum Beispiel Flüssigstickstoff. Wobei ich nicht weiß, was das dann genau ist, weil Stickstoff ist doch meistens so kalt, dass es gar nicht... Dass es eigentlich nur ne, so dampft oder raucht oder so. Kohlenmonoxid, das kommt bei den Autos doch auch raus, oder? Also finde ich jetzt nicht sehr bio. Also müsste es doch Methan sein. Soll ich das jetzt nehmen? So volles Risiko und so? Weil eigentlich weiß ich es nicht, aber ich habe mich jetzt irgendwie gerade selber überzeugt, dass ich Methan nehmen sollte. Ja komm, sonst ist noch genug Zeit, um nochmal anzufangen. Jo, geil. Geil! Heute raten wir mal eine Runde. Seit Juli 2019 gibt es einen neuen Spitzenreiter in der Liste der weltweit höchsten Wolkenkratzer, längsten Flüsse, erfolgreichsten Filme, meistverkauften Bücher. Die Frage kommt mir bekannt vor, die habe ich irgendwann mal irgendwo gesehen, aber ich weiß die Antwort trotzdem nicht. Längste Flüsse finde ich Quatsch, wird ja nicht plötzlich ein Fluss länger. Höchster Wolkenkratzer. Man liest ja immer mal wieder, ja, jetzt haben sie da was ein höheres Gebäude gebaut, aber ich glaube, das ist jetzt doch schon länger her als 2019. Meistverkauften Bücher, da habe ich halt keine Ahnung.
erfolgreichsten Filme? Juli 2019, was haben wir jetzt? September 2020. Wann kam denn Avengers Endgame ins Kino? Weil ich glaube, das ist der erfolgreichste Film. Der hat Avatar abgelöst. Aber war das im Sommer 2019? Wer bringt im Sommer einen Film ins Kino? Ah ja gut, dann hat er ja, vielleicht kam er früher schon ins Kino, aber dann wurde er abgelöst. Ich bin so nah dran zu sagen, ich nehme jetzt den erfolgreichsten Film, das war Avengers. Ja, was habe ich vorhin gesagt? Heute raten wir mal eine Runde. Yo! Okay. Muss ich jetzt nachschauen, oder? Avengers Endgame ist der erfolgreichste Film der Kinogeschichte. Und ist damit erfolgreicher als Avatar. Ja. Ja, dann. Ja, doch. Dann war das. Hey, dann war das richtig. Cool. Okay, 32.000 Euro. Welcher dieser Begriffe steht für ein Zeichengerät? Hahnentritt, Schwanenhals, Storchschnabel, Gänsefuß. What? Gänsefuß finde ich interessant, weil es gibt so Gänsefüßchen. Ah, sind das nicht Anführungszeichen? Gänsefüßchen. Storchschnabel. Schwanenhals. Der Schwanenhals. Hahnentritt. Ein Tritt. Wieso soll ein Tritt ein Zeichengerät sein? Nee. Storchschnabel klingt viel zu umständlich. Dann ist es der Schwanenhals. Der Schwanenhals. Wie soll man damit, wie soll man ein Zeichengerät? Wie willst du mit deinem Schwanenhals irgendwie etwas zeichnen? Ja komm, ich rufe jemanden an. Ich meine, ich würde Gänsefuß nehmen. Erinnert mich an Sauklaue. What the fuck? Alter, was hast du denn getrunken? Erinnert mich an Sauklaue. Ja, und? Ja, schön. Ich würde die Million nehmen, wenn ich könnte. Kann ich aber nicht. Publikumsjoker. C, der Storchschnabel. Okay. Hätte ich jetzt nie genommen. Klingt viel zu umständlich. Aber es ist der Storchschnabel. Okay, okay, gut. 64.000 Euro. Dem deutschen Otto-Normalverbraucher entspricht in den USA Joe Sixpack, Billy Bottle, Jim Beer oder Henry Heineken. Sixpack würde ich jetzt nicht sagen, weil die meisten haben ja kein Sixpack in den USA. Billy Bottle, schon eher, ne? So wie Homer Simpson, so. Mit einem fetten Bierbauch, so wie der Jim Beer. Ja, scheiße. Henry Heineken finde ich viel zu kompliziert. Was sagt denn der Experte? Joe Sixpack, 100%. Hä? Echt jetzt?
Ja gut, da ich es sonst nicht weiß, auch wenn ich jetzt das irgendwie fast nicht glauben kann, ja gut, dann nehme ich den Joe Sixpack. Okay. Von mir aus. 125.000 Euro Frage. Wobei handelt es sich um die Hauptstadt eines afrikanischen Staates? Nein, das war ein Wein, oder? Nee, es ist die Hauptstadt von Haiti. Allel. Port-au-Prince ist die Hauptstadt von Haiti. Ja gut, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert, abonniert und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss.